Musikschulen-News TV des Verbandes Deutscher Musikschulen auf der Frankfurter Musikmesse 2016. Ich bin jetzt bei Bärenreiter und bei mir ist Tobias Gebauer. Guten Tag. Ja, ich begrüße Sie auf unserem kleinen Rundgang durch das Programm der Bärenreiter-Neuerscheinungen der letzten Zeit. Wir können vielleicht gleich mal einsteigen. Wir sehen hier eine reiche Auswahl an überwiegend wissenschaftlich-kritischen Ausgaben. Das sind also Ausgaben, die von renommierten Musikforschern erarbeitet wurden unter Hinzuziehung aller relevanten Quellen, die uns der Komponist hinterlassen hat. Und anhand dieser Quellen wird ein Notentext ediert, sagen wir, der möglichst den Intentionen des Komponisten so nahe wie möglich kommt. Quellen können sein Autographe, also was der Komponist selber aufgeschrieben hat, Manuskripte von anderer Hand, Erstausgaben, Aufführungsmaterial. Und in diesem Segment des Bärenreiter Verlagsprogramms bewegen wir uns jetzt. Neuerscheinungen aus diesem Bereich der letzten Zeit wären zum Beispiel die Streicherserenade von Dvořák, sehr bekanntes und sehr beliebtes Werk. Daneben die Oxford-Symphonie von Joseph Haydn. Das ist eine, ja, ich würde sagen, Co-Produktion mit dem Hinde Verlag. Der Hinde Verlag vertreibt die Haydn-Gesamtausgabe, während der Bärenreiter Verlag die sogenannten praktischen Ausgaben, also Klavierauszüge, Aufführungsmaterial, Dirigierpartituren, aus diesen Ausgaben des Hinde Verlags erstellt. Eine weitere Ausgabe aus diesem Bereich ist das 5. Klavierkonzert von Beethoven, was die Reihe der Beethovenschen Klavierkonzerte jetzt abschließt bei Bärenreiter, herausgegeben von dem renommierten Beethoven-Forscher Jonathan Delmar. Er hat die Beethoven-Ausgaben bei Bärenreiter seinerzeit begonnen mit den Sinfonien. Und jetzt sind wir übergegangen zu den Instrumentalkonzerten und haben in der letzten Zeit auch diverse Klavierwerke von Jonathan Delmar publiziert, zum Beispiel diese beiden Sonaten, Pastorale und Opus 110. Erschienen sind gleichfalls in den letzten Jahren die Pathetik und die Appassionata. Dann können wir weitergehen zu den Brahms-Ausgaben. Johannes Brahms, Werke für Kammermusik, wunderbare Musik im Übrigen. Herausgegeben, selbstverständlich wieder mit dem Anspruch, eine wissenschaftlich-kritische Ausgabe herauszubringen, sprich Sichtung aller Quellen. Aber das Besondere an diesen Ausgaben ist, dass sich die Herausgeber, Clive Brown, Neil Perez da Costa und Keith Bennett Wadsworth, intensiv mit der Frage der Aufführungspraxis auseinandergesetzt haben. Wenn man an Aufführungspraxis denkt, dann denkt man wahrscheinlich eher an Stichworte wie Barockmusik oder Renaissance-Musik, also wie ist eine Continuo-Gruppe zu besetzen und dergleichen. Wir bewegen uns aber hier in einer Zeit, Ende des 19. Jahrhunderts, wo die Frage der Aufführungspraxis bisher noch nicht den großen Stellenwert hatte. Und die Herausgeber versuchen, den Interpreten nahezulegen, wie Musik in dieser Zeit, speziell im Umfeld von Johannes Brahms und auch von ihm selber gewünscht, und offensichtlich so notiert wurde, wie diese Musik aufzuführen ist. Da werden Fragen erläutert, wie natürlich Fingersätze, Fragen des Rhythmus, Fragen der Artikulation, Dynamik. Das Ganze wurde dann ausgekoppelt in einer Art Beiheft. Das liest sich dann wie eine Anleitung letzten Endes, wie man Brahms glaubt, korrekt musizieren zu können. Wir verstehen das allerdings nicht so, dass nur auf diese Art und Weise sich Musiker mit dem Werk Brahms auseinanderzusetzen haben. Sämtliche aufführungspraktischen Hinweise sind nur Hinweise und Anregungen. Das Besondere aber an dieser Ausgabe ist, dass sie sehr großen Wert darauf legt, Musik aus dieser Zeit speziell im Umfeld von Brahms zu erläutern und näher zu bringen. Ja, gehen wir vielleicht weiter. Eine weitere Ausgabe, über die wir uns sehr freuen. Das sind erstes Buch von Couperin, herausgegeben von einem sehr renommierten französischen Musikwissenschaftler, Denis Erlin. Dann zum Jubiläumsjahr
von Erik Satie. Erik Satie feiert in diesem Jahr seinen 150. Geburtstag, beziehungsweise wir feiern den Geburtstag, nehmen das zum Anlass, um eine Reihe seiner Klavierwerke herauszubringen. Es sind insgesamt 6 Ausgaben erschienen, 3 davon liegen hier. Dann bleiben wir vielleicht im französischen Bereich. Der Bärenreiter Verlag produziert in Kooperation mit dem Centre de Musique de Baroque de Versailles und der Société Jean-Philippe Rameau eine Ausgabe von Rameau-Arien. Rameau, bedeutender Komponist der Barockzeit in Frankreich, hat sehr viele Opern hinterlassen. Bärenreiter vertreibt die Gesamtausgabe von Rameau und aus dieser Gesamtausgabe bzw. aus Bänden, die momentan in Arbeit sind, wurde eine sehr schöne Sammlung an Arien für in dem Fall hohe Stimmen herausgebracht in mehreren Bänden. Wir gehen weiter zu einem für Bärenreiter fast schon typischen Projekt, einem Projekt der Gesamtausgaben. Bärenreiter vertreibt zahlreiche Gesamtausgaben seit der Verlagsgründung. Eine unserer neuesten Gesamtausgaben, ganz kurz, eine Gesamtausgabe bildet das Gesamtschaffen eines Komponisten ab. Es werden sozusagen alle Werke, die der Komponist uns hinterlassen hat, die für die Musikpraxis und die Wissenschaft relevant sind, keine Briefe, zumindest nicht nur, herauszugeben. Das sind in der Regel Langzeitprojekte. Wir präsentieren die in Laienbänden dieser Art mit Originalunterschrift des Komponisten. Und hier kann man sich dann informieren, um welches Werk es sich handelt. Bärenreiter startete neulich eine Gesamtausgabe von Bohuslav Martinů, ein Komponist aus dem heutigen Tschechien. Martinů lebte im 20. Jahrhundert. Und die Ausgabe wurde gestartet mit 2 Bänden, der 4. Symphonie und dem sogenannten Gilgamesch-Epos. Und aus dem Sektor der Instrumentalmusik, wissenschaftlich-kritische Naturneuerscheinungen, war es das jetzt von meiner Seite. Und ich würde dann übergeben an meine Kollegin Frau Missemann, die uns den Chorbereich vorstellt. Ja, es gibt noch einige Neuerscheinungen im Urtextbereich für die Chormusik bei Bärenreiter. Ganz aktuell Mendelssohns letzte Psalmvertonung Singet dem Herrn ein neues Lied, Psalm 98, in der Urtextausgabe mit einem Klavierauszug nach der Erstausgabe. Mendelssohn selber hat keinen Klavierauszug erstellt, aber es gibt eben frühe Quellen dazu. Und herausgegeben von Michael Cooper, der schon eine Mendelssohn-Tradition bei Bärenreiter hat, ganz neu rausgekommen. Ebenso Beethoven-Messe, auch Cooper, aber Barry Cooper. Ganz neue Edition, nicht im Rahmen einer Gesamtausgabe, sondern als freie Ausgabe. Unter anderem damit, dass hier erstmals eine ausgesetzte Orgelstimme, so wie Beethoven sie sich vorgestellt hat, in der Partitur mit drin ist. Auch hier gibt es Aufführungsmaterial und Klavierauszug käuflich zu erhalten. Dann haben wir neu eine Bach-Kantate auf den Markt gebracht. Ein Auszug aus der Gesamtausgabe, aus der neuen Bach-Ausgabe. Magnificat-Vertonung, Meine Seele erhebt den Herrn. Auch mit Taschenpartitur, Klavierauszug, Aufführungsmaterial. Klavierauszug hat Matthias Grünert, der Frauenkirchenkantor, erstellt. Dazu noch aus dem Leihbereich Telemann-Ausgaben. Nächstes Jahr ist ein Telemann-Jubiläumsjahr, da arbeiten wir jetzt langsam darauf hin. Mit weiteren Erscheinungen noch in diesem Jahr, die sind noch nicht da, aber kommen jetzt, der Tod Jesu, ein großes Passionsoratorium. Das wären so die Urtextausgaben, die jetzt gerade aktuell erschienen sind. Wir werden noch bekommen im nächsten Monat pünktlich zum Jubiläum Reger, geistliche Chormusik a cappella, eine Auswahl nicht der ganz großen Motetten, sondern der etwas weniger anspruchsvollen Stücke, sodass auch Kirchenchöre sich daran bedienen können. Das ist in Vorbereitung, kommt im nächsten Monat raus. Eine neue Ausgabe von Morten Jansson, dem zeitgenössischen schwedischen Komponisten, frisch komponiert, frisch aufgelegt,
Missa Popularis für Frauenchor oder Mädchenchor mit zwei Männerstimmen ad libitum, wenn man möchte, mit Streicherbesetzung dazu. Die bewährten schönen Cover. Wir haben bereits einige Ausgaben von ihm für gemischten Chor oder auch für größere Besetzungen, aber das ist jetzt die aktuellste, ganz neu komponierte Veröffentlichung dazu. Eine volkstümliche Messe, Messa Popularis. Wir haben schon viele Aufführungen, die dafür geplant sind, Mädchenchor, Kölner Dom und so weiter, also prominent schon besetzt und angedacht. Das wäre noch aus dem Chorbereich interessant und dann haben wir einiges, was im Orgelbereich an Reihen jetzt abgeschlossen ist. Das ist einmal die Ausgabe Gerhard Bunk, dem großen Dortmunder Reinoldi-Organisten und Kantor. Da ist der letzte Band, der sechste Band herausgekommen. Der wurde herausgegeben vom Enkel von Bunk, Jan Böcker, mit einer CD hinten drin. Die Reihe ist abgeschlossen. Genauso wie jetzt der letzte Band der Froberger Gesamtausgabe erschienen ist mit Ensemblewerken und einem Werkverzeichnis, damit auch abgeschlossen. Was man bei Bärenreiter sonst lange nicht gefunden oder auch nicht gesucht hat, sind Komponisten aus dem französischen Raum, also Dubois und Guérin. Auch da hat es ergänzende Bände gegeben, die sind jetzt erschienen, Dubois der dritte Band und Guérin der vierte Band mit einer Symphonie. Das wird noch fortgesetzt, die sind noch im Lauf. Dann hat es seit einiger Zeit einige Veröffentlichungen zum neuen Gotteslob gegeben, zum Beispiel das Orgelbuch der Domorganisten und auch das Bläserbegleitbuch. Und hier ist eine weitere Publikation dazu gekommen, das sind Intonationen für alle Lieder des Stammteils aus dem Gotteslob, für Orgel und andere Tasteninstrumente. Also kleine Einleitungen, manchmal auch mehrere, alle aus der Feder eines Domorganisten Franz Leithäuser. Ja, ich glaube, das war... Achso, ja, und dann haben wir eine neue Generation der Bach-Orgelwerke begonnen, sozusagen. Die Ausgaben werden über die nächsten Jahre aufgefrischt, mit aktuellen Vorworten versehen und mit Verlinkungen zu den Quellen aus dem Bach-Archiv in Leipzig versehen. Mitherausgeber ist sozusagen das Bach-Archiv in Leipzig. Da wird die alte Ausgabe langsam aufgefrischt und wird weiterhin erscheinen. Ich glaube, das waren so die spektakulärsten Dinge, die wir im Moment zu bieten hätten.